Kindheit in der Treblinka was unser Schicksal ist. Drum haben wir uns auf Treblinka eingestellt in kurzer Frist. Wir kennen nur das Wort der Kommandanten und nur Gehorsamkeit und Pflicht. Wir wollen weiter, weiter leisten, bis das kleine Glück uns einmal winkt. Hurra! Noch einmal auf Tag. Ja, wir machen das unter Lachen und es ist so traurig. Niemand lacht. Nehmen Sie mir es nicht übel. Ich meine, Sie wollen Geschichte haben und ich sage Ihnen Geschichte. Der Franz hat den Text gemacht. Die Melodie stammt aus Buchenwald, KZ Buchenwald, wo Franz Wächter war. Wenn neue Juden kamen in der Früh, neue Arbeitsjuden, ja, so musste ihnen das eingelernt werden und am Abend mussten sie das schon mitsingen. Ja, aber noch einmal dieses Song. Ja, ich singe. Das ist sehr wichtig, aber stark. Ja. Fest im Schritt und Tritt und der Blick geradeaus. Immer fest und fest in die Welt geschaut. Marschieren Kommandos zur Arbeit. Für uns gibt's heute nur Treblinka, das unser Schicksal ist. Drum haben wir uns auf Treblinka eingestellt in kurzer Frist. Wir kennen nur das Wort der Kommandanten und nur Gehorsamkeit und Pflicht. Wir wollen weiter, weiter leisten, bis das kleine Glück uns einmal winkt. Hurra! Sind Sie zufrieden? Das ist ein Original, es kann kein Jude heute mehr. War es möglich, im Treblinka, im Spitzentagen, 18.000 Leute. 18 ist zu hoch. Ich habe das in Bericht gelesen. Ja, ja. 18.000 Leute zum Behandeln, zum Liquidieren. Herr Landsmann, das ist zu hoch gegriffen. Glauben Sie mir das. Wie viel? 12.000 bis 15.000. Aber da wurde auch die halbe Nacht dazu genommen. Nicht ja. Klar? Die Transporte kamen oft schon um 6 Uhr früh. Ja. Immer um 6 Uhr früh? Nicht immer. Manches Mal. Ja. Die Transporte kamen nicht pünktlich. Ja. Die kamen manches Mal um 6 Uhr früh. Dann kam Mittag wieder einer oder spät am Abend auch noch einer. Nicht? Gut, gut. Ein Transport kommt. Ich möchte, dass Sie schildern ganz genau den ganzen Prozess. In die Hauptperiode. Aha. Die Transporte
kamen vom Bahnhof Malkinia zum Bahnhof Treblinka. Wie viele Kilometer zwischen Malkinia und Treblinka? 10 Kilometer vielleicht. Treblinka war ein Dorf, ein kleines Dorf. Der Bahnhof gewann durch die Judentransporte an Bedeutung. Es kamen 30 bis 50 Waggons. Da wurden immer 10 bis 12 bis 15 Wagen aufgeteilt, nach Treblinka Lager hineingefahren und an die Rampe gebracht. Der Rest blieb stehen. Mit Leute am Bahnhof Treblinka. Die Fenster, die waren mit Stacheldraht verschlagen, dass niemand heraus konnte. Und auf den Dächern waren die Bluthunde, die Ukrainer oder Letten. Die Letten waren die schlechtesten. An der Rampe standen für jeden Waggon 2 Juden vom Kommando Blau bereit, damit das schnell ging. Die haben gesagt, kommt heraus, schnell, 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 schnell. Da sind dann Ukrainer gestanden und hier auch Deutsche.